Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit der süßen kleinen Katze. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Fischzusammenschnitt. Handy Nummer 3 für die alte Dame. Wenn wir mal ihr Sandwich runterhauen, wir müssen sie. dann müssen sie ja bei ihr Essen kaufen. Ich weiß schon wirklich, ich brauche wirklich Hilfe. Ich weiß wirklich nicht, was ich noch machen soll. Da unten ist versperrt. Das mit dem Handy habe ich. Glitzernde Teile finde ich auch nicht mehr. Warte mal, hier kann ich runter. Ist das neu? Ja, eine neue Umgebung. Ja, Glitzerteilchen. Marienkäfermütze. Guck mal, ein Apfel, Mais, Schutzhelm, Marienkäfer. Oh Leute, guck mal, wie süß das ist. Guckt euch das doch mal an. Das ist doch süß, oder? Das Marienkäfer-Outfit. Ja, wir kommen hoch. Da oben blinkt nämlich auch noch was. Wir brauchen noch 6 Stück. Wir können den auf den Kopf springen. Wir springen jetzt jemanden auf den Kopf, okay? Seid ihr dabei? Mit dem Marienkäfer-Outfit? Jetzt! Oh, schade. Oh, ich finde es so goldig, das Marienkäfer-Outfit, oder Leute? Schaut euch das doch mal an. Handy weg. Wird es mir. Dann lässt das Handy liegen, obwohl er genau vorne da weg. Also, jetzt ist er selber schuld. Ah, ich gehe auf diese Stufe. Wartet mal. Da kann ich doch durch. Ah. Was ist das? Wir können, Leute, wir machen mal ein Nickerchen, oder? Die arme Kotze. Oh, ist das süß. Und wir haben einen neuen Ort. Leute, sagt mir doch mal einer, dass das nicht süß ist. Mit der Mütze auf dem Kopf. Schaut euch doch mal die Katze an. Dann machen wir sogar ein Foto. Oh Gott, ist das süß. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf gleich. Oh, wie sie auf. Oh. Oh, ist das süß. Ist das süß. Runter, wir können runterstupsen! Kaputt machen! Wupp! Oren? Hi! Hallo? Redest du mit mir? Ja, natürlich. Du kannst mich sehen? Ja, du bist jetzt nicht gerade wirklich getarnt. Ja? Verblüffend.
Ich bin noch nie jemand begegnet, der meine hervorragenden Tarnung durchschauen kann. Du hast einen Zylinder auf dem Kopf. Bedeutet das etwa, dass meine Kräfte schwinden? Uff, sieht so aus, Kleiner. Wer bist du? Ich bin unter vielen. Ich bin unter vielen Namen bekannt. Die verschleichte Sensation, die unsichtbare Echse. Das Hä? Wo bist du hin? Wunder. Ich habe meine Tarnkünste gefeilt, sodass sie mich perfekt an jede Umgebung anpassen kann. Dachte ich zumindest. Bin ich beispielsweise so gut darin, mich zu tarnen, dass ich sogar meine Worte verschwinden lassen kann. Seh dir das an. Ja, meine Worte könnte ich eigentlich auch verschwinden lassen manchmal. Hast du das gesehen? Nein. Hast du nicht? Weil meine Worte total getarnt sind. Du hast einfach nicht geredet. Ja, ziemlich cool, ja. Du hast jahrelang daran gefallen, dass du die Gosch haltst. Okay. Wieso kann ich dich sehen, wenn du Meister der Tarnung bist? Kleiner Affe? Er ist kein Affe, ist ein Chamäleon. Vielleicht hat es damit zu tun, dass deine Augen so seltsam sind. Meine Augen sind doch nicht seltsam. Schau doch mal, sind meine Augen seltsam? Hast du sie dir mal angeschaut? Ich glaube, das geht nicht. Du musst mir einfach beschreiben. Also, zum nächsten Mal. Sieh auf der Vorderseite deines Gesichts. Das ist seltsam, dass meine Augen auf der Vorderseite meines Gesichts sind. Und sie stehen gar nicht ab. Sie sind direkt in deinem Kopf und nehmen wertvolle Gehirnplatz ein. Vielleicht benutze ich meine Augen zu denken. Nee, ich kann nicht gleichzeitig in andere Richtungen sehen. Nee. Meinst du, ich muss mir Sorgen machen? Oh nein. Nein, Kätzchen. Du musst dir keine Sorgen machen. Du bist kein Chamäleon. Das kann ich. Kann ich nicht beurteilen. Ich bin ein Zauberer. Du bist ein Chamäleon. Das hat nichts mit Zauberei zu tun. Du hast einen würdigen Gegner gefunden. Wie bitte? Ich muss lernen, deine seltsamen Augen zu überlisten. Ich werde neue Tarnung einsetzen. Oh Gott. Ich bin unwissend. Ich bin klein und bin unwissend. Oh. Du forderst mich heraus, dass ich dich wiederfinden soll. Okay, kein Problem. Nein, ich werde mich zurückziehen, während ich an meinen Technik feile. Und dann wieder auftauchen, an einen anderen Ort. Es ist natürlich fast unmöglich, mich aufzuspielen. Also werde ich dir einen Hinweis auf meinen Standort geben. Ein Ort. Leute, könnt ihr das bitte aufschreiben? Ein Ort, den man für Helme kennt. Wo Bagger... Baggern, Zement. Dort halte ich mich gut versteckt. Ich werde nie von dir entdeckt. Wirklich nie? Hast du schon mal etwas von dichterischer Freiheit gehört? Ja. Okay. Das wird nicht schwer sein. Ja, Baustelle. Denkt ihr, dass wir ihn finden? Was ist eure Vermutung, Leute? Denkt ihr, wir finden das Chamäleon, wenn es ernst macht? Oh! Sauber ist unser Chamäleon-Freund. Hast du ein Chamäleon gesehen? Ha 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 ha! Woo!
zieh ja schon den Helm auf. Meine Güte. Also, ich muss ehrlicherweise zugeben, das ist Chamäleon. Kann es sein, dass das Chamäleon später kommt? Ich sehe es, glaube ich. Ah, jetzt war ein Vogel. Da oben sind die Marmeladegläser. Ich habe sie gesehen. Mama, schau mal. Oh, die alte Frau, tut mir leid. Jetzt noch schön alles verteilen. Aua! Hallo, ich hab. Guck mal, da liegen vier Handys, wo ich dir geschenkt habe. Dann wirst du doch mal kurz. Oh, die ist echt sauer. Hey, ich hätte es doch gar nicht böse gemeint. Bitte. Ich habe dir sogar Handys geschenkt. Darf ich wieder rein? Ja, ich darf wieder rein. Jetzt ist das hier offen, gell? Guckt mal! Aua! Was war denn jetzt? Die hat sich von der Gurke erschreckt! Eine Bananenmütze! Wie sieht eine Bananenmütze aus? Hier, Bananenmütze. Ich habe eine Banane auf dem Kopf. Ich bin ein... Guck mal, ich hab da... Ich verschreck mich ständig bei dieser Gurke, Alter. Ach so, das sind noch mehr. Leute, schaut mal, das sind noch zwei Bananen. Oh, die arme Frau. Habt ihr Bananen auf dem Kopf? Ich bin ein Affe. La la la. La la la. Und ab damit. Oh oh. Oh oh. Hallo, liebe Frau. Aua! Wenigstens verzeiht sie mir so schnell. Ja, nochmal schön verteilen, ja! Die Marmelade auf der Straße verteilen. Oh. Wenn ich das ein drittes Mal mache, irgendwann lässt du mich nicht mehr ran. Dann machen wir schön die Blumen und... Leute, ich mache das nicht freiwillig, weil ich muss ja auch weiterkommen, ne? Und... Tschüss! So, und jetzt kann der Typ da vorne in Ruhe schlafen. Aua! So, perfekt. Das Stadtoberhaupt kann jetzt schlummern. Bevor du das tut, Exzellenz, hast du gesagt, du könntest mir helfen. Ja, das Stadtoberhaupt wird dir jetzt wertvolle Hilfe leisten. Dankeschön. Weil du mir geholfen hast, lehre ich dich, wie man offiziell auf Marmeladengläser reagiert. Moment, was? Oder alles sonst, das schrecklich ist.
Wir. Igitt. Das Igitt-Gesicht. Das testen wir jetzt mal. Guck mal hier, Leute. Ich kann sitzen, ich kann mich hinlegen und hier ist auch so ein Recken und Strecken. Wir haben es gefunden. Oh, cool! Und jetzt lege ich mich auch mal hin. Oh Gott, ist das niedlich. Ist die Frau uns noch böse? Nee, ist sie nicht. Oh ja, warte mal, mit was soll ich denn machen? Oh Gott, mit der Banane auf dem Kopf. So. Und jetzt gehen wir mal anders dahin und machen Fotos. Dann setzen wir uns mal, warte mal. Wo könnte es denn schön sein? Da! Recken und strecken. Nee, das ist jetzt. Oh Gott, ist das süß. Ja, eigentlich bin ich eher der Hundefreund, ne? Ah, das ist einfach zu süß. Aua! So, und jetzt machen wir noch... unseren Katzenfreund hier. Oh Gott. So. Oh, das ist niedlich. Aber Leute, ich möchte jetzt auch nicht mehr allzu lang live sein. Ich möchte auch noch raiden. Ich möchte den Ball noch hier draußen haben. Noch ein bisschen? Ja, aber du gehst auch mal ins Bett, oder nicht? Ich bin ein Kater. Ein bisschen okay. Ich finde nichts mehr. An die Menschen nicht rankommen. Wo kommen Menschen nicht ran? Hier kann ich doch locker drüber springen. Du bist doch eine Katze. Also... hier kommen Menschen nicht hin. Nee, hier ist nichts. Ach Mann.
Aber ich bin hier rüber gekommen. Hier ist der Anfang, habe ich nicht recht. Hier ist der Anfang. Aber hier könnte auch noch Blinky sein. Ja, hier ist es mein Bild. Nee, hier ist nichts mehr. Nö, ich bin einfach nur zurückgelaufen. Weil ich dachte, dass hier vielleicht auch noch Blinkies sein könnten. Ich brauche noch 5. Noch 5, dann kann ich höher klettern. Und wenn ich höher klettern kann, habe ich viel mehr Möglichkeiten. Und die Blinkies sollen dort sein und die Menschen nicht hingehen. Aber hier gehen überall Menschen hin. Ich würde am liebsten hier rein. Aber da komme ich nicht rein. Ja. Kanalisation. Aber da komme ich ja nicht hin. Diese komische Waschbär ist ja abgehauen. So Leute, allerdings hat dieses Abenteuer für heute ein Ende. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und bis dann, Leute, von heute.